Wo ist die jetzt hin? Wieso ist wie wo? So. Hello. Da bin ich wieder. Weiter geht's mit Observation. Weltraum-Sci-Fi-Rätsel-Shit. Erstmal was vom Trinken aufmachen. Trinken ist wichtig. Es ist Samstag. Wir haben 10 vor 12. Nachts natürlich. Genau. Die Info, die euch nicht interessiert, die ich aber trotzdem beiläufig erwähne. Okay, weiter geht's. Was haben wir letztes Mal gemacht? Letztes Mal waren wir mit der Sphäre außerhalb der Station, haben eine Luke geöffnet, um in den nächsten Bereich zu kommen. Jetzt haben wir erfahren, dass es noch eine Überlebende gibt in der Raumstation, die aber in dem chinesischen Abteil versteckt. Ja, die werden wir jetzt befreien, schätze ich mal. Gucken wir uns mal diese Karte genauer an. Blicke ich natürlich alles durch. Oh Mann. Okay, EAS, das war die Station. So, vorher war eine Entschuldigung. Und jetzt sind wir bei UC. Universal. Universal, Horizon, Universal, Salyut und Shenzhou. Das sind die vier Bereiche. Okay, wir sind jetzt hier im Mittleren. Kannst du uns sagen, was wir jetzt zu tun haben? Please repeat your previous instruction. Look at your station alerts, Sam. Find out what is wrong and do your best to fix it whilst I get this tracker back online. Station Warnmeldungen. Kühlmittelkreislauf, Temperaturungleichgewicht in Kühlmittelkreislauf A, Fehler in ATKS entdeckt, Besatzung in Gefahr UN3. Okay. The coolant network is reporting multiple errors. Recommend investigation. That could give us problems later on. Have a look at the network hub, please, Sam. Network Hub. Network Hub. Was? Soll ich machen? Repariere den Kühlmittelkreislauf auf den UR3. Ja, das. Ah ja, wusste ich doch. UN3. I can hear you in there, Sam. The door is locked down, and I think there is an override active. Something atmospheric? Also reparieren wir den Scheiß. Genetik-Schallplan-Daten nicht gefunden. Toll. Da ist Strom aus. Wahrscheinlich sind dann da die Schaltdaten. Ui, was ist das?
Okay, mit Kreislaufpumpe. Das gleiche. Laptop ist aus. Aber was ist das? Kühlmittelhauptpumpe. So. Kühlmittelkreislaufhauptpumpe. Okay. Neustartprozedur erforderlich. Jede Pumpe muss nach Vorgaben des Schaltplans aktiviert werden. Steuerung der Hauptpumpe, Kontrolle gesperrt. Pumpe mischen. Steuerung der Hauptpumpe, Kontrolle gesperrt. Okay. Das ist mir klar. Alle drei müssen an. No shit, Sherlock. Ja. Dann machen wir die auch nochmal an. So. Wir brauchen den Schaltplan. Die Tür aufmachen. Offline. Ja, keine Schaltpläne. Ich glaube, das liegt daran, keinen Strom haben. Ja gut, aber das hat der Strom. Also daran kann es nicht liegen. Derzeit nicht. Troop Tracking. Es bringt gar nichts, solange wir keinen Strom haben. Strom oder wahrscheinlich der Luftdruck. Mir sicher, irgendwo ist der Schaltplan. Dokument, hallo. Ja, der Schaltplan, sehr geil. Technische Zeichnung des Kühlmittelkreislaufs auf dem Modul UN3. Aber nur ein Teil. Okay, wir haben Einsicht auf Konfiguration 1, 1 und 2. Das heißt, wir können 531 und 186 machen. 531, 186. Das wird, glaube ich, gespeichert. Boah. Shit, nur 186 können wir machen. Okay, gucken wir wenigstens 1. Ja, ich dachte, ich hätte es doch schon. Wahrscheinlich muss ich das andere Teil finden und es dann wieder verbinden. Ich jetzt mal sagen. Irgendwo ist der andere Fetzen. Vielleicht ist er auch in der anderen Station verteilt. Wer weiß, wer weiß. Aber hier finde ich jetzt nichts. Nee, gucken wir uns mal woanders um. Gucken wir uns hier ein bisschen nochmal um. Zugriff verweigert. Keine biometrischen Daten entdeckt. Okay. In anderen Worten, raus.
Ihr dichten Scheißdreck. Was haben wir hier? Schallplan. Okay. Oh yeah, der Schall. In der Universal-Lupentür. Dies ermöglicht es, den benutzenden Geräten vorrangige Anweisungen zu erteilen. Und beim Versagen des Interfaces oder zur Testzwecke. Ja gut. Das brauchen wir dann später. Message to Cruiser. Hi everyone. I know a lot of you have been getting head up about requests from Houston and from me that have been butting into your work this past week. I just wanted to say that I'm hearing you all loud and clear, especially Josh, as he's been the loudest. I know it's been frustrating, but we're getting to the end of it now. We'll be back on expected ESA practice soon, really soon. You're just gonna trust me. When we get through to the other side, I can maybe fill you in on what's been happening. Das ist auch bitter nötig. Vertraulich. Entschlüsselungsprotokoll. Local Comms EASA. Statischer Schlüssel 1. Eine Codierungsschlüsselmatrix. Hinweis zur Verwendung. Jede Standkommunikation zwischen der Observation und der Bodenkontrolle wird automatisch von der Hardware verschlüsselt und exklusiv gekoppelt. Im Falle eines Versagens der Hardware oder um lokale Raumfahrzeuge, etwa anfliegende Shuttles, zu kontaktieren, deren Verschlüsselungshardware versagt hat, bitte diesen Schlüssel zur Neukonfiguration benutzen. Jedes Raumfahrzeug besitzt den gleichen Schlüssel, sodass eine Kommunikation der Raumstation mit Raumfahrzeugen oder Houston selbst bei einer Hardwareversagen noch möglich ist, indem die Daten mit diesem Schlüssel dechiffriert werden. Entschlüsselungsprotokoll. Ich habe Mückenstiche. Ja gut. Machen wir mal. So aus wie eine Half-Life-Granate. Also ich kann jetzt eine Luke der UN-Station öffnen. Derzeit nicht verfügbar. Das sind Schilder zum Beispiel. Da sehe ich jetzt, wo ich hingelangt, genauso wie da. He's dead. Sorry, ich muss noch mal gucken. Achso, kann man gar nicht. Kann man? Kann man nicht. Das, da wollte ich gucken. Achso, das sind. Ach, alle auf. Alle UN-Luken. Ich wollte gucken, ob das eine spezifische UN-Luke ist. Aber nein. Okay. Oh, wir könnten also theoretisch diese Luke öffnen. Die ist schon. Luke öffnen. So, Nummer 1 ist auf. Mach jetzt alle auf. Ich weiß, theoretisch müsste ich gucken, dass da keine Gefahr ist. Das ist 3 und 4. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass da alles offline. Ja, ich weiß, ich steuere jetzt gerade ein bisschen ohne Plan. Richtig planlos hier rum. Aber ich behalte immer noch im Hinterkopf, das eine Dokument zu finden, was mir noch fehlt. Ja.
So ein Indikator, ob die Tür auf und zu ist, wäre nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Ziemlich hell und da haben wir Zahlen. 2491, das kann man sich merken. Welche Bilder? Was haben wir hier? Oh, kaputt. Ah, 4-2. 2-9-1. Das nennt man Liebe. Aber hier ist nichts mehr. Okay, das war jetzt UN4. Dann gehen wir weiter hier zu N5 und 6. Die eine Tür haben wir ja geöffnet. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht rein, ist offline. Kein Zettel zu sehen. Warum ist es rot? Akkulär, wie immer, True Tracking ist, ebenfalls ist es, glaube ich, alles offline, brauche ich gar nicht was gucken. Ne, das kann ich aufmachen. So, hier. Ist verriegelt, okay. So, entriegeln. Entriegeln ist L3. 2, 4, 2, 2, 4, 2. 2, 4, 2. Offline, ja. Ach, wie blöd, ich komme mit der Kamera ja gar nicht an den Laptop. Das sind die, glaube ich, extra so gemacht, dass ich dann mit der Sphäre dahin muss. Na gut, jetzt gerade mit 6, dann gehen wir zu 5. Da ist eine Sphäre. Über diese QR-Codes. Ja, bis jetzt haben wir noch keinen Zettel gefunden. Mit der Kamera komme ich auch nicht an den Laptop.
Wir haben die schon extra so gemacht, dass man da nicht einfach so Zugang. Was, Plüschtier? Definition von einem Plüschtier. Okay, 5 haben wir jetzt, dann geben wir noch. Noch zu weit, sogar verweigert, okay. War das. 2, ja. Was ist das hier? Ach nee, das ist UC. Das heißt. Was ist dahinter? Man kommt da gar nicht rein. Okay, mysteriös, Ula. Geil, da explodiert dann was. Ist ja eigentlich schlecht, aber irgendwie spannend. Nein, auch nicht rein. UN1. Das ist wieder Crew. In der Folge dreht es sich scheinbar nur darum, dieses Stück Zettel zu finden und die Station ein bisschen besser kennenzulernen. Lame. Was war das nochmal? 2, 4, 2. Köpfchen. Moment, bevor wir hier weitergehen, gucke ich nochmal genau. Aber das ist zufällig jetzt, da hier so ein Zettel liegt, zweifle ich. Gut, weiter. Da. Mein Brain funktioniert. So, wir haben jetzt UN 7 und 2. Ein Strom, wie immer. Und schon gibt es Experimente. Manche Kiste für Experimente. Biomedizinische Ergebnisse, Jim Elias.
Ein medizinischer Untersuchungsbericht von Captain Jim Elias, in dem hohe Cortisolwerte ausgewiesen werden. Das weist darauf hin, dass der Kommandant unter extremem Stress stand. Cool. Gib mir lieber den Schaltplan. Ich sehe eben nichts von Cortisolwerten. Okay, dann gucken wir mal zu guter Letzt Win 2 an. Ist das, was ich denke? Ein benutzter Schlafsack? Message for Jim. Listen, about these rotations. Every day for the last 2 weeks, we've been flipping the station back and forth. I've been getting imagery from the coordinates you requested for days now. Sam's hard drive is filling up with pictures of blank space, and Ailsa's too polite to say, but she's pissed the rotations are interfering with her climate work. She needs the scope as much as you do. Or don't. I don't know. There's nothing to look at there, Jim, so why am I looking again and again? What's going on, Jim? You asked for me on this mission, and you know someone far less qualified could do this work. So what haven't you told me? What am I looking for? Keep me in the loop, Jim. Message ends. Also langsam könnte jetzt mal dieses Stück Papier irgendwo auftauchen. Ich hab's nicht übersehen oder so. Noch ein Dokument. Ach cool. Ein Foto von May Morgans ersten Weltraumspaziergang an der Seite von Captain Jim Elias. Aber das war der unter Stress stand. Ist er da drin? Ja gut. UN3. Sind wir alle gemacht. UN3. Guck mal. Ha. Natürlich. Ah, da ist der Schaltplan. Okay. Hey Sam, message for Emma. Hey, it's me. Good news is, Jim finally pulled me off USES reactor tests as Houston want the EFR on standby tomorrow. So, out of nowhere, the captain gave us a window between shifts, meaning we get to be awake at the same time for once. New restaurant just opened called EAS 12. Food is terrible, but it's got a great view. See you there at 0100. I'd say let's hang out at your bunk, but it's a tight fit, and that woman who sleeps opposite keeps rolling her eyes. See you later, Em. Message ends, Sam. Thanks. Net. Hey, Sam. Message for Emma. Hey, it's me. Good news is, Jim finally pulled me off USES reactor tests as Houston want the EFR on standby tomorrow. So, out of nowhere, the captain gave us a window between shifts, meaning we get to be awake at the same time. Gut, wir haben es jetzt, auch wenn er gerade weiterredet, das war ein Fehler von mir. Food is terrible, but it's got a great view. Wir haben jetzt beide, das heißt, wo wir denn jetzt? I'd say let's hang out at your bunk, but it's a tight fit, and that woman who sleeps opposite keeps rolling her eyes. See you later, Em. So, message ends, Sam. Thanks.
Heinz. Hallo, Odin. Komm her. Darf ich vorstellen? Odin. Zeig das ich auch mal. Ein kleiner. Gut, reicht. Sag nochmal tschüss. Kleiner Dieb. Gut, das haben wir gemacht. Jetzt können wir reparieren 726. Gut. 726 Konfiguration 3, 3 ist L3. Oh Gott. 5 hoch, 5 rüber, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 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
Pumpe, das, das. So. Starten, das, das. Gut, starten, das, das. So, reaktivieren. Hauptpumpenkontrolle und los geht's. Easy. That'll allow us or anyone else access to the Universal Modules 3 and 4 as well as the Shenzo arm. Still not opening. The lockdown hasn't lifted. Now saying something about contact points. Emma? We had the same problem on the EAS arm. I think whatever moved us to Saturn caused us to shake. Wait, what? Saturn? Tour. Yeah. Sorry, I should have mentioned that. I'd say it's a long story, but all I know is that Sam thinks he brought us here. Shit! Saturn? I mean... Christ, I don't know where to begin. Look, I'll head outside and try to get this sorted. I still have my suit and plenty of O2. Be careful, May. I'll be fine, Emma, don't worry. Gut, das ist jetzt auch... ich hier irgendwas für sie tun. Also zuerst machen wir hier mal schön den Laptop an. Schön Daten klauen. Message for the Chinese Climate Initiative. We are Houston, Sam. Elsa Yang on board observation here. I'm leaving an overnight data drop on your system, which should provide a analysis for analysis and presentation at the Beijing Climate Congress next month. I said before, but it bears repeating, if any unexpected delegates sign up, I can make myself available for translation duties. The only language I get to use up here is English, and I need to keep the wheels spinning. Gut. Mach das. Don't move. Eins, neun, acht, sechs. Soll sich alles merken hier, alle Zahlen. Zwei, acht, sechs. Wo ist die jetzt hin? Die war doch... Angewandte Klimatologie bei der Beobachtung von Himmelskörpern von Dr. Elsa Yang, chinesische Klimainitiative. Zusammenfassung: Diese Abhandlung geht auf fortschrittlichen Technologien der Klimaforschung ein, die bei der Erforschung außerirdischer Objekte eingesetzt werden können, unter Einsatz der technologischen Fortschritte, die als Teil der Mission Observation gemacht wurden. Durch die Verwendung selbsterlernender KI, künstliche Intelligenz, können Teleskopbeobachtungen und Messwerte in Echtzeit simuliert und erforscht werden. Also so bist du auf diese Station gelangt. Gute Lektüre. Gezeichnet ist das. Ist das cool? Ja, so schlafen die Asiaten. Noch eine Luke. Sehr gut. Ja, was kombinieren. Heute kombinieren wir. Da noch gar keine.
Junge, da fehlen mir doch noch. Naja, gucken wir gleich. Uns noch die Tür an. Oh, offline. Okay. Na gut. Was sind unsere nächsten Aufgaben? The connection between crew tracker functionality and SAM OS has been severed. I need those sensors working. Go get them online and I'll fix up the crew tracker from this end. Gut. Gerade noch mal was durchchecken. Lass die Tür auf. Und ob ich die Tür jetzt noch aufmachen kann. Ja. Kann ich. Regeln 3, 2, 4, 2, schon wieder vergessen, deswegen muss ich gucken, 3, 4, 2, 4, 2. So, die ist auch. Jim, please, Sam. Confirming that I'm finally powering down the test cycle on the EFR reactor. I know I've been a pain in the ass about this, Jim, but it's been operational for weeks now, and the check routines have taken up so much of my time. This is time I should have spent on USES tech tests, and they're going to be pissed. What was Houston's problem with my results? I just don't understand why we're checking this over and over. Anyway, rant over. Reactor is on standby, ready for anything. Message in. Okay. Schon wieder was. Mit was soll ich das kombinieren? Kann ich nicht einfach irgendwas dazu machen? Hey, was hat das für eine Verbindung? Herkunft: Dieses Modul war ursprünglich Teil der Shenzhou 12 der chinesischen Klimainitiative der und der Zaza. Es wurde als CNRM Ende 2015 als letztes Modul in der LOS integriert. Verwendung Erforschung. Atmosphärische Bedingungen und ihre Veränderung aus der Position in der Umlaufbahn. Anmerken: Dieses Modul ist zudem von großer Bedeutung für die internationale Bemühungen, die beispiellose Beschleunigung der Klimawandel seit 2020 zu analysieren und zu verstehen und eine globale Katastrophe zu verhindern oder zumindest hinauszuzögern. Diese Ziele sind gegenüber der allgemeinen Mission der Observation sekundär, aber dennoch von lebenswichtiger Bedeutung. So, so. Kann man noch irgendwas verbinden? Jetzt hier. Kann man da schon was machen?
Na gut, wir können jetzt verbinden, okay. Sensor, Kalibrierung, aktivieren. Okay, Sensor. Anpassen. So, gehen wir in den grünen Bereich. Wenn es im wahren Leben doch so einfach wäre. Receiving data. Good work. Gerne, gerne. Oh, das ist immer noch zu. Das ist auch zu. Luke ist auf. Okay, hier haben wir alles. Hier ein paar Glocken, nichts. Ne, hier war nichts. Aber hier war eins. Oder nicht? Ne, hier war keins, okay. Boah, dieses Chaos. Auch noch zu. Gehen wir zu Ula. Das ist auch alles. Da können wir nicht. Nein. Da. Hoppala. Randaliert hier. Das gleiche Spiel nochmal. Was? Er ist falsch gedrückt. That's sensor 2 online now as well. Nearly there. Was haben wir heute gelernt, wie man Türen öffnet? Ganz viele Türen. Eins fehlt uns noch. Ah, 136, da steht sogar. 136. 1 haben wir gerade. So, 1,6 haben wir auch gemacht. Ja, es ist doch 1 hier. Ich wusste es. Aha. Und das letzte Mal, wie immer, alle guten Dinge sind 3.
ganz viel Rot. That's them all online now. I'm almost done here, thanks to you. Genau. Crew tracker is online. Where's my crew, Sam? Satzung finden. Ja, wo ist denn die Crew? Ist ja auch die andere nicht. Wo ist denn die Crew? Wo ist die Crew? Für die Crew ist das Vanguard. Das vom nächsten Mal abhauen. Das war's wieder von mir. Und Observation. Mal gucken, wann wir weiterspielen. VR geht vor. Aber wir schauen mal, ich werde langsam auch müde. Wenn ich diesen Türen öffne. In dem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Euer Andrew Fox. Like da lassen. Ihr wisst Bescheid. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.